Ich fand total fruchtbar und bereichernd diesen unterschiedlichen Blick auf das soziale Arbeitsfeld. Und unsere Diskussionen waren immer sehr vielfältig und sehr tiefsinnig, oft weil jeder aus seinem Beruf da drauf geguckt hat. Dann fand ich sehr, sehr gut den engen Kontakt zu den Dozenten. Konnte immer Rückfragen stellen, man konnte immer nach den Seminaren auch in Kontakt bleiben, hat immer Fragen beantwortet bekommen und natürlich konnte man dadurch auch ganz anders wachsen, als wenn man an einer anderen Hochschule oder Universität einfach nur eine Nummer ist in einem großen Vorlesungssaal. Die themenzentrierte Interaktion, das war natürlich in dem Sinn sehr besonders, weil wir hier durch diese Methodenseminare gleichzeitig die Theorie, die Inhalte gelernt haben und sozusagen dadurch, dass wir das Modell dann selbst gelernt haben, sozusagen im echten Leben erfahren haben, wie das auch wirken kann. Also ich sage mal, das Gruppengefüge, das war danach dann mit Sicherheit ein anderes, ein besseres wie davor. Und so also zu sehen, wie so Theorien auch wirken, das war mit Sicherheit eine wichtige Erkenntnis, ja. Also was ich so schön fand, war, dass es immer so lebendig war und anwendungsbezogen. Und ich habe da sowohl fürs Private als auch fürs Berufliche total viel mitnehmen können. Mit dem Master angewandte Bildungswissenschaften ermöglichen ja Fachkräften aus dem sozialen Bereich und aus dem Bildungsbereich, dass sie ihre bildungswissenschaftliche Perspektive erweitern und vertiefen. Und unsere Grundidee von Bildung ist dabei, dass Bildung ein Beitrag zu mehr Menschlichkeit in der Welt ist. Bildung in unserer Welt ist natürlich auch eine Bildung in einer sehr ungleichen Welt. Und das sollen natürlich Studierende in einem Masterstudiengang durchaus diese Perspektive auch mitbekommen. Und deswegen legen wir auch sehr viel Wert auf diese, ich nenne es jetzt mal gesellschaftskritische Perspektive, mit der die Studierenden konfrontiert werden, mit der sie sich auseinanderzusetzen haben und mit der sie dann natürlich auch lernen, kritisch reflektiert auf Bildungsphänomene in unserer Gesellschaft zu blicken, auch und insbesondere in praktischen Kontexten. Persönlich hat das Masterstudium für mich eine große Weiterentwicklung bedeutet. Lebenslanges Lernen so als Thema, sich selber zu entwickeln, sowohl fachlich als auch menschlich. Das hatte so beides und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn Lernen Spaß macht, dann was will man mehr, ne? Ich würde sagen, es war eigentlich so sehr für die persönliche Entwicklung, für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Herzensbildung so ein Stück weit einfach sehr gutes Studium, ja. Dieses innere Wachstum auch in diesen beruflichen, fachlichen Kontexten mit im Blick zu haben und mit zu ermöglichen, das ist aus meiner Sicht eine Besonderheit von diesem Masterstudiengang. Einfach gerade diese, ja, diese Menschlichkeit, die man da mitnehmen kann und was man da dabei lernt und das dann wieder zu integrieren irgendwie in die Arbeit oder je nachdem, was man beruflich macht, ob man jetzt irgendwie in der sozialen Arbeit tätig ist oder vielleicht als Lehrkraft. Also da kann man wirklich sehr viel mitnehmen. Jetzt ist es auch die Qualifikation gewesen, um mich beruflich zu verändern. Ich habe ja im September jetzt als Lehrkraft angefangen und da war der Masterstudiengang auch die Zugangsvoraussetzung für. Von daher hat es jetzt für mich, mich weiterzuentwickeln aus dem Arbeitsfeld Kita auf die andere Seite, das war nur möglich durch den Master. Also ich habe jetzt seit diesem Sommer angefangen mit einer Promotion über ein Verbundkolleg, wo ich auch hier in der Evangelischen Hochschule einen Professor habt, der mich begleitet oder betreut, und jemand von der Universität Bamberg, die mich auch betreut. Ich kann die Evangelische Hochschule empfehlen. Es sind von der menschlichen Seite her einfach super Persönlichkeiten, die den Unterricht, sage ich jetzt mal, halten. Kleine Gruppen. Wie auch schon gesagt, genau, das sind so echt die Vorteile. Und man hat hier eine Menschlichkeit, eine Wertschätzung, die erfährt man
woanders eigentlich, also ich persönlich habe es woanders noch nicht so erfahren wie hier, den Umgang miteinander. Und ich sehe das auch nicht unbedingt als Neuanfang. Ich denke, das ist eine Weiterführung der bisherigen Tätigkeiten und Kompetenzen, Alters vielleicht auf eine neue Basis zu stellen, und es lohnt sich auf jeden Fall. Nur zu. Diese Gelegenheit, wenn sich einem bietet, nicht auszulassen und sich das zu trauen, weil man einfach einen riesengroßen Gewinn da auch haben kann und hat von einem Studium in dieser Qualität, wie ich es hier erleben durfte. Da kann man wirklich sehr viel mitnehmen. Und ja, das würde ich den Interessenten mitgeben, die Empfehlung, es zu tun und mutig zu sein und es einfach zu machen.